Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Industries DLC hier bei Heisenberg Zockt. Na, ist das mal ein Bild? Ich dachte, da müssen wir tatsächlich mal im Pausenmodus anfangen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Aber ich muss auch mal sagen, also die Piloten hier, also macht das mal in der Realität. Da seid ihr wahrscheinlich zum letzten Mal mit einem Flugzeug geflogen, weil... Oh, das ist es. Ja, es ist leicht gefährlich. Ich würde sagen... Wir lassen das Ganze mal laufen und wusch, ist er weg. Und nicht schlecht dafür, dass ich mir Sorgen gemacht habe, dass das hier vielleicht gar nicht funktioniert mit diesem Frachtflughafen. Ja, ich würde mal sagen, das Ganze brummt eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt würde ich aber gerne, haben wir noch ein bisschen Geld? Jawohl, wir verdienen auch wieder. Ich würde gerne hier hinten auch noch irgendwo so ein Teil haben. Vielleicht sogar hier in dem Bereich. Und dann mal gucken, ob die auch untereinander was machen. Falls ja, wie sieht es eigentlich hier aus? Oh, jetzt haben wir hier kein Wasser mehr. Ach, come on. Was soll das denn? Kommt das Wasser hier irgendwie nicht? Ach eben, das ist das, was ich meinte mit, wenn wir hier eine Vertiefung haben. Soll ich das wieder raufziehen? Nee, das bringt ja irgendwie auch nichts. Wir müssen den ganzen Bereich eigentlich vertiefen. Aber dann am Schluss haben wir irgendwie hier hinten entweder die Küste oder hier vorne. Und das ist eigentlich beides nicht zielführend. Ich würde sagen, wir lassen dem Wasser mal noch ein bisschen Zeit. Mal gucken, was passiert. Ich meine, der Vorteil, wenn wir hier kein Wasser haben, ist, dass hier auch kein Tsunami entsteht. Also zumindest hier nicht. Wenn natürlich hier entsteht, dann ja, sieht es wieder anders aus. Gut, sonst müssen wir das vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen runterdrücken hier. Oder wir machen... Wir könnten hier vielleicht noch mal einen Zulauf machen, dass hier auch ein bisschen Wasser reinkommt. Ich weiß nicht, ob der Tsunami da reindrückt. Moment, irgendwie mein Handy bimmelt. Moment, Entschuldigung. Ich muss das nur kurz... Ich hab's gleich. Wenn ich's erwische. Jetzt. So. Entschuldigung für die Störung. Das gibt's manchmal. Vor allem, wenn man vergisst, dass man das Handy noch ausschalten sollte. Eben, die Idee war eigentlich... Ja, ob wir hier einen Durchbruch machen sollen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Was macht der Tsunami? Wenn der hierher kommt... Ja, er schlängelt sich natürlich dann schon ein bisschen hier außen rum. Ich würde sagen, wir lassen es mal für den Moment noch. Wir gucken später. Sobald wir wissen, dass das Wasser jetzt wirklich so steht... wie es dann schlussendlich stehen will. Wir haben eine schöne Nachfrage, dem kommen wir auch gleich nach. Ich möchte aber jetzt, wie gesagt, hier hinten eigentlich noch den Frachtflughafen haben. Mal gucken, ob der nicht irgendwo hinpasst. Ja, hier unten ist wahrscheinlich ein bisschen eng. Hier hinten sind die Wohnungen. Das möchte ich alles nicht unbedingt kaputt machen. Was haben wir denn hier unten? Lass mich mal schnell gucken. Das sind, glaube ich, einfach herkömmliche Brot und Meer. Genau, das ist sozusagen herkömmliche Landwirtschaft. Ja, wir machen das Teil hier hin. Dann kommen die eben weg. Ein bisschen Schwund ist immer. So, und zwar, zack, hier hin. Jetzt können wir... Oh, die freuen sich sogar. Jetzt können wir natürlich mal gucken, was wir hier an Strom eigentlich noch brauchen. Ich denke, das hier hat sich erledigt. Oder haben wir da... Ja, wir werden es herausfinden. Ich nehme es mal weg. Und das Schöne an dem Spiel ist, es sagt uns umgehend, wenn irgendwo Strom fehlt. Und dann machen wir es... Nein, das Teil möchte ich behalten. Das brauchen wir noch, das ist Katastrophenschutz. So. Nee, das müsste doch eigentlich zusammenhängen. Ja, tut es auch. Okay, bestens. Dann haben wir das nicht umsonst abgerissen. So, jetzt hier das Teil. Jetzt bin ich gespannt, ob das was bringt. Also die werden sicher auch Flugzeuge haben, die eben von außerhalb kommen und wieder nach außerhalb wegfliegen. Mir geht es primär darum, ob... Ja, die untereinander irgendwie auch Waren tauschen, weil wir hier unten, ja, wenn man hier sieht, doch ein paar Sachen brauchen, zum Beispiel Metalle. Erdschleifmühlen und Drehofenfabriken. Okay, müssten wir eigentlich sogar in der Nähe haben. Warum haben wir keine Metalle? Jetzt kann ich das nicht zumachen, machen wir es so. Oh, guck mal, jetzt ist aber ein bisschen Wasser zurückgekommen. Also das scheint sich halbwegs zu regulieren. Weil, ja, sonst können natürlich dann die Schiffe auch nicht fahren. Also hier fahren zwar in dem Sinn keine, aber wir haben hier hinten ja nochmal so ein Teil, wo wir auch so einen Schutz machen wollen, sobald wir dann dazukommen. Jetzt möchte ich aber schnell gucken, was war das Drehofen-Dingens und, Drehofenfabriken und Erzschleifmühlen. Wo haben wir die Erze? Ihr seid Erze, sozusagen, fürs Erz zuständig. Dann haben wir hier... ein Kraftwerk, die Schiffswerft, lauter Sachen, die nicht zum Erz gehören. Baugrube, Lager, das hier sind auch Lager. Hauptgebäude, haben wir genau so ein Teil hier unten nicht. Erdschleifmühle, nicht genügend Rohstoffe. Was fehlt denn? Erz? Da fehlen Erze, okay. Wir sind eigentlich hier am Graben machen und tun, also hier läuft's doch. Oder haben wir hier kein Erz mehr darunter? Das kann natürlich auch sein, aber dafür haben wir das Teil.
Moment. Erstmal gucken, bevor wir was machen. Oh, so massiv viel Erz haben wir hier nicht mehr. Ich würde sagen, wir werden hier nochmal ein bisschen Erz nachlegen. Und dann sollte sich das eigentlich beheben. So. Gerne nochmal ein bisschen, nochmal ein bisschen. Bis nachher hinten. Beim Lager brauchen wir keine Erze. Aber hier. Und dann hier vielleicht nochmal eine Straße rausführen, dass wir hier auch noch ein bisschen was hinstellen. So. So, das müsste eigentlich soweit passen. Dann rudern die hier nicht im Leeren rum. Also, wir schauen mal ganz schnell. Bei der Industrie. Wir brauchen Erzindustrie. Wir brauchen nochmal ein paar. Wo haben wir sie denn? Mittlere Erzmine, große. Wir machen ein paar mittlere. Ja, die haben halt auch eine gewisse Größe. Da brauche ich nur dann entsprechend die Straße. Ja, wir haben ja noch eine Erzmine oder Erzminen. Also ist nicht so, dass die hier alleine rumbasteln. Wie sieht es hier aus? Eine kleine Mine zur Erzförderung unterirdischen Rohmaterials. Fördernlagen müssen auf einem... Okay. Die wären kleiner. Das würde eigentlich passen. Da brauchen wir aber zuerst Kollege Straße. Machen wir mal so eine mittlere, weil die müssen natürlich trotzdem hier irgendwie langkommen. Und wir kommen hier nirgends raus. Sehe ich das richtig? Ja, das geht nicht. Hier geht es auch nicht. Vielleicht hier noch. Ja, mit einer dünneren Straße. Okay, dann machen wir eben eine dünnere. So, weil wir müssen irgendwie nach da hinten kommen. Zack. Hier mit einer Kurve in die Richtung. Dann würde ich sagen, hier gerade dran vorbei. Hier mit einer Kurve. Und jetzt müssen wir halt wieder gerade werden, weil sonst können wir die Fabriken da nicht hinstellen. Okay, hier rauf. Und da ist dann halt eine Sackgasse. Anders geht's nicht. Oder wir könnten mit einer Brücke hier rüber. Das können wir natürlich auch machen. Das würde ich sogar kurz angehen. Das kann nicht schaden, wenn man hier auch noch irgendwie da rüber kommt. So, eine Kurve und in die Höhe. Noch mal ein bisschen Höhe. Ne, das ist eigentlich zu viel. Wir gehen wieder runter. Und dann müssen wir hier doch irgendwie rüberkommen. Denkst du, zu wenig Höhe oder ist dir das zu krumm, liebes Spiel? Das sieht sowieso irgendwie Käse aus. Machen wir nochmal. So, hier reindrehen. Nochmal die Höhe. Dann kommen wir doch hier rüber. Jawohl. Und da wieder rein. Sauber. Dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Gut, wir gehen zurück und schnappen uns... Falsch, wir schnappen uns... ja, eine kleine würde ich sagen, die hier. Und gucken mal, wo wir dich überall hin platzieren können. Hier geht schon mal nicht. Ort ist bereits belegt. Womit denn schon wieder? Also das frage ich mich teilweise schon. Womit hier Orte schon belegt sein sollen. Hier geht das leider nicht mehr hin. Was ist denn da? Moment. Ach, okay. Ich gebe es zu. Der ist ein bisschen im Weg. Machen wir dich mal dahin. So, weil so wichtig ist das nicht, wo du stehst. Du musst doch mal irgendwo stehen. Warum gehe ich denn immer automatisch hier hin? Ich wollte doch eigentlich hier hin. So, jetzt müsstest du, genau, nämlich Platz haben. So, wir werden gleich noch gucken wegen Wasser etc. Da können wir nichts machen. Hier haben wir auch keinen Platz mehr. Kleiner haben wir die Teile nicht mehr. Erzschleifmühle, nein. Ich muss ja sowieso noch gucken. Genau, so eine Drehofenfabrik. Haben wir die auch in der Nähe? Glaube nicht. Wenn man hier so guckt, hier ist eigentlich nichts Drehofenmäßiges. Die haben auch nicht genug. Ja, die haben kein Plastik. Okay, da... Ja, das eine bedingt natürlich das andere. Uns fehlt so eine Erzschleifdingens. Okay, die könnt ihr haben. Wir machen einmal Erzschleifdingens. Wahrscheinlich riesengroß. Ja, und ob riesengroß. Wäre natürlich von Vorteil, wenn das irgendwo hier stehen würde. Brauchst du Industriegebiet? Innerhalb des Industriegebiets. Okay, da muss ich nochmal schnell gucken, wie das hier genau aussieht in Sachen Erze. Ist eigentlich relativ groß, das Ganze. Okay, das kann man eigentlich so machen. Wir könnten es natürlich auch da hinten hinstellen. Dann müssen halt, ja, aber dann haben sie wieder so ein Gefahr. Dann müssen sie wieder so weit fahren. Nochmal schnell gucken. Wir müssen ja sowieso einfach generell mal Platz haben. Also mir ist klar, hier fehlt natürlich das Industriegebiet. Ich habe nochmal geguckt, was das für eine Ausdehnung hat. Ja, wir haben hier zu viele Straßen etc. Wir kriegen das, glaube ich, hier tatsächlich hin. Ich muss mal nochmal gucken. Warum ist da Wasser? Das ist natürlich auch noch... kommt auch noch erschwerend hinzu. Passt das hier rein? Nein. Hier hinten? Nein. Wir haben den Platz nicht dafür. Wir haben hier halt ein Straßensystem... Ein relativ enges.
Wir müssen das nach da hinten hin machen. Da müssen wir das ganze Gewerbe, den ganzen Stadtteil nach da hinten ausdehnen. Weil, ja, wir haben hier den Platz nicht. Ich krieg das hier nicht hin. Okay, dann machen wir das eben. Also, zack, nochmal den hier, dann nochmal den hier. Und dann ziehen wir das. Da oben hätten wir Platz gehabt. Einfach mal hier rauf. Und dann müsste es eigentlich funktionieren, dass wir dich da hinstellen können. Dann ist das Teil immerhin in der Nähe von den Fabriken, die ja das Ganze dann schlussendlich brauchen. Also ist eigentlich egal, ob sie jetzt zuerst nach da fahren und dann nach da oder das Ganze hier hinten ist und dann mit den fertigen Sachen nach da müssen. Das nimmt sich ja nichts. Gut, zack, zack. Und jetzt müsste es auch eigentlich klappen und das tut es auch. Vielleicht sogar ein bisschen weiter hier noch. Nein. Gut, dann kommst du hier hinten hin. Boing. Ja, jetzt wird hier langsam tatsächlich ein Industriedingens draus. Sauber. Gut, der Verkehr wird natürlich auch nicht weniger dadurch. Aber hier schön die Flugzeuge. Passt. Die Straße hier wird auch verwendet. Das passt auch. Und selbst die Straße hier wird verwendet. Okay, dann kriegen wir hier dann langsam mal vielleicht auch vom Verkehr her alles in den Griff, mehr oder weniger. So, was brauchst du? Erz. Ganz klar, Erz kommt von hier hinten. Das sollte jetzt eigentlich auch vernünftig produziert werden. 9000 pro Woche. Und wir haben hier ja diese großen Bagger und die produzieren jetzt natürlich auch wahrscheinlich wieder. Man sieht es hier, weil wir hier nochmal Erz eingezeichnet haben. Jetzt, ich hätte hier halt gern noch ein paar Gebäude. Man könnte natürlich noch normale Erzindustrie hier reinpacken. Wir haben hier ja sowieso die Nachfrage. Da müsste ich aber nochmal einen Stadtteil rüberziehen. Ich schau mal schnell. Das wäre dann der hier. Ja gut, das geht ja. Wisst ihr was, wir machen das tatsächlich so. Dann können wir hier an dieser kleinen Straße eben auch noch ein paar Sachen hinstellen, die zur Erzförderung beitragen. So, das passt soweit. Jetzt muss ich aber schauen. Hat das einen Namen, das Teil? Bist du das Walnussviertel oder... Wenn ich jetzt noch wüsste, welches was ist hier. Jetzt haben wir hier so viele Gebiete übereinander. Die müssen ja aber alle irgendwie einen Namen haben. Das müsste schon das Walnussviertel sein, oder? Ist das Teil darunter? Boah, es ist fast nicht mehr zu erkennen. Oder wie erkenne ich jetzt, dass das ein Erzgebiet ist? Wir können es ja mal testen. Und zwar ganz einfach folgendermaßen. Wenn wir hier gucken. Da. Erz. Wir machen hier mal Erz hin. Wenn sie es nicht brauchen, brauchen sie es nicht. Dann ist es halb so schlimm. Kann auch sein, dass das Teil darunter ist. Wir werden es rausfinden. Ich werde jetzt hier aber definitiv mal noch die Industrie anzeichnen. Mal gucken, ob es Erze werden oder ob generische Industrie entsteht. Also im Endeffekt ist eigentlich wichtig, dass wir hier einfach irgendwie auch noch ein paar Häuschen haben. Sonst sieht das dann doch relativ sehr leer aus. Gut, das passt. Habt ihr Wasser? Jawohl, Strom habt ihr automatisch. Dann wünsche ich euch frohes Bauen. Das müsst schon mal runtergehen. Und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne hier weitermachen. Also hier eigentlich nicht, weil das haben wir soweit hier. Ja, das Teil würde ich halt nicht weiterziehen. Weil, ja, wobei doch, das können wir eigentlich. Hier fährt eigentlich kein Schiff rein. Also eigentlich könnte man das tatsächlich bis hier hinbauen. Oder durchziehen sogar. Und hier irgendwie halt eine Lücke lassen, damit tatsächlich die Schiffe durchkommen. Ja, machen wir mal. Eine Pipette gibt's nicht, wo ich jetzt das anklicken könnte und hier hin kopieren. Schade eigentlich. Gut, wir müssen wieder in die Höhe gehen. Und jetzt werden wir natürlich beim Wasser nochmal. Ja, im Prinzip Schindluder treiben. Halt. Das kann ich zumachen, dann sehe ich hier nämlich auch was. Pinselgröße, okay. Pinselstärke ebenfalls. Wir docken hier mal an und ziehen das in die Richtung. So, machen sie da entsprechend breit und entsprechend hoch. So, hier sollte eigentlich nichts mehr durchkommen. Dann haben wir hier immerhin noch die Möglichkeit, dass hier Wasser durchkommt. So, weil sonst verdunstet uns das irgendwann. Ich gehe hier mal nochmal runter. Ich hoffe mal, der Bereich hier, das macht nichts. Wenn hier kein Dingens ist. Wenn hier das Wasser kommt, dann ist der Bereich weg. Ja, mit gewissen Verlusten muss man rechnen. Es geht ja einfach darum, dass wir hier nicht komplett alles unter Wasser haben. Weil so richtig schützen gegen den Tsunami, ich behaupte, das ist sowieso relativ schwierig. Das müsste tatsächlich eigentlich fast nicht zu schaffen sein, wenn man es genau nimmt. Das ist so eine Wassermasse. Also das ist wahrscheinlich dann tatsächlich eher schwierig. Na, komm runter.
So, bist du halbwegs eben? Wir werden es wissen, wenn wir das hier installieren können, dann sind wir es und sonst sind wir es nicht. Doch. Passt. Zack, okay. Sauber. Was haben wir hier noch für einen Hugel? Den brauchen wir so auch nicht. Man reiche mir das Teil hier. Nein. Das Teil. Und dann werden wir hier. Zack, nochmal ein bisschen runtergehen. So, dann kann da das Wasser kommen. Also der Bereich, ich denke mal, der wäre jetzt halbwegs geschützt. Es ist hier ein bisschen abwärts gegangen. Das heißt, vielleicht reicht die Höhe nicht mehr. Jetzt hier, das ist eigentlich fast wertvoller. Aber wir haben hier noch den Kanal, der reingeht. Das Problem ist, ich kann hier nicht bauen. Das ist nicht unsere Kachel. Und ich weiß nicht. Oh, da fällt mir noch was anderes ein. Es wurde oft empfohlen, installiere doch diese 81, oder wie heißt das Teil? Diese Titles-Dingens-Mod. Dass man alle Kacheln bekommt. Habe ich installiert. Ich habe auch noch 2, 3 weitere installiert. Die funktionieren leider alle nicht mit diesem Industries-DC. Ich kriege da Fehlermeldungen. Und ja, ich kann überhaupt nichts auswählen. Also die sind jetzt nicht aktiviert, aber ich hatte sie aktiviert, um es zu testen. Geht nicht. Wenn jemand eine Mod kennt, die mit dem Industries-DLC funktioniert, also eine Mod, wo man eben alle Kacheln bekommt, dann bitte gerne, gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde das sehr, sehr gerne nutzen. Wir gehen hier mal noch ein bisschen runter, würde ich sagen. Moment. Da müsste ich vielleicht das hier anklicken. So, dann haben wir hier nämlich auch die Möglichkeit, dass hier noch ein bisschen Wasser reinfließt. Jetzt muss es wieder rechnen, machen und tun. Jetzt ist halt die Frage eben, sollen wir hier tatsächlich irgendwie auch nochmal so ein Teil durchziehen? Oder sollen wir es halt so lassen? Also von der Optik her muss ich sagen, umhauen tut es mich nicht. Aber ich denke, es hat mit Sicherheit eine gewisse Wirkung. Wenn der Tsunami nicht gerade mit 10 Einheiten oder 10-facher Stärke daherkommt, dann müsste das eigentlich schon was bringen. Wenn wir das jetzt hier auch noch machen, es verschandelt natürlich alles. Zumal hier noch im Prinzip Touristenviertel ist hier unten. Ja, und dann hier vom Hotelzimmer aus so einen Damm betrachten. Naja, ist vielleicht besser wie eine Tsunamiwelle, die auf einem zurollt. Aber auf der anderen Seite, nee, es gefällt mir nicht. Ja, vielleicht auch in die Kommentare schreiben. Leute, was meint ihr? Sollen wir hier auch nochmal so ein Teil hinstellen, um das zu schützen? Oder sollen wir darauf hoffen, dass kein Tsunami mehr kommt? Das ist natürlich ein Waborn-Spiel, sowas. Wenn man einfach darauf hofft, dass keine Katastrophe entsteht. Naja, das heißt nicht, dass es keine mehr gibt. Also, wir könnten ja mal was anderes machen. Sollen wir den mal testen? Ich würde sagen, wir testen den mal. Wobei das Problem ist, ich weiß, wenn wir jetzt automatisch oder manuell, beziehungsweise manuell, einen Tsunami auslösen, das dauert immer ewig, bis der kommt. Machen wir anders. Wir werden das noch testen. Versprochen. Wir werden aber noch eine Folge oder so warten, weil das dauert mir zu lange. Also dann ist die Folge rum, wenn der kommt. Das bringt es irgendwie auch nicht. Gut, wir haben Nachfrage. Da möchte ich auch schon lange mal wieder zurückkommen drauf, nämlich Wohnungen etc. Mal hier unten gucken. Oh, da haben sie ordentlich was hingestellt. Sehr schön. Wir machen hier gleich mal weiter mit Wohnungen. Ums Fußballstadion rum. Vielleicht dann eher wieder ein bisschen Gewerbe. Da haben wir ja auch Nachfrage. Aber hier um den Park rum, denke ich, wohnen die Leute dann wieder relativ gern. Hier unten nehme ich an auch. So, dann haben wir den Bereich mal gemacht. Ja, Wasser ist bereits da. Dann gehen wir zum Thema Gewerbe, weil das ist ja doch relativ hoch, das Ganze. Wir machen das nochmal hier ums Fußballstadion rum. Gerne da auch noch. Hier noch überall, wo ihr Plätzchen findet, dürft ihr bauen. Hier unten noch. Dann gerne hier nochmal. Weil hier unten ist ja dann doch auch noch irgendwie Eisenbahn etc. So, und dann hätten wir das alles eingezeichnet. Jetzt mache ich nochmal kurz eine Kontrolle, was den Strom angeht. Das ist fast klar, dass das klappt. Und mit Wasser, ja, sind wir eigentlich auch gut unterwegs. So, dann haben wir das hier geschafft. Das hier auch. Dann haben wir die Nachfrage wieder geregelt. Jetzt möchte ich mal noch schnell gucken, ab wann. Wo war das gleich nochmal? Die Meilensteine. Ab wann kommt das nächste Ding? 85.000. Okay, das ist nicht mehr weit weg, weil dann kriegen wir nämlich, kriegen wir dann alle Kacheln. Oh, guck an. Das kann natürlich tatsächlich, jetzt bin ich gerade selber nicht mehr sicher. Moment. Ist das, weil ich tatsächlich doch noch so eine Mod installiert habe, dass die einfach dann freigeschaltet werden, wenn wir im Prinzip Megalopolis haben? Das ist, glaube ich, die höchste Stufe, die man haben kann. Das kann natürlich auch sein. Also, falls es so ist, müsst ihr nicht in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Mod kennt, dann haben wir eine. Wir werden das sehen. Wenn wir hier die 85.000 haben, wissen wir, ob wir dann alle Kacheln
bekomme. Und es reizt mich halt schon, muss ich ganz ehrlich zugeben, jetzt hier irgendwie einen Tsunami zu starten und zu gucken, ob das funktioniert. Aber ein Tsunami ist natürlich nicht etwas, was hier dann einfach stattfindet, sondern das ist dann natürlich der ganze Bereich hier. Das heißt, der Teil hier, der käme dann auch wieder unter die Räder. Und das wäre irgendwie auch schade. Bin gespannt, was ihr meint, von wegen hier auch einen Schutz machen oder das Ganze halt dann doch irgendwie eher touristisch lassen und ja, auf gut Hoffnung machen. Wir werden es sehen. So, Nachfrage. Passt. Jetzt könnte man nochmal schnell gucken. Erz ist hier am Rummachen, sozusagen. Guck mal, jetzt müssen sie... Ne, jetzt haben sie nicht mal mehr Glas. Echt jetzt? Plastik haben sie. Glas haben sie nicht und Metalle haben sie, glaube ich, noch nie bekommen. Wir brauchen Metalle. Was machst du hier genau? Die haben auch nicht genügend Rohstoffe. Erz. Produktion 0. Ja, dann bringt denen Erz. Also wir sind ja tatsächlich überall... hier sind sogar die Speicher voll, aber hier unten ist natürlich wieder irgendwie Verkehr und Zeug und Sachen. Was ist das hier? Noch eine U-Bahn-Station, die fehlt? Moment, jetzt geht's aber los. Jetzt sollte ich hier gerade noch kurz... Naja, wisst ihr was, das machen wir noch. Wir ziehen hier nochmal eine Straße rüber. So, um das Ganze vielleicht sogar ein bisschen zu entlasten. So, mal gucken, ob es hilft, weil das hier gefällt mir nicht. Haben wir hier eine Ampel? Ach, come on, jetzt haben wir hier echt nochmal eine Ampel. Du musst weichen. So, freie Fahrt für freie Bürger. Halt! Das wollte ich nicht. Ich wollte hier vorne nochmal. Ja, auch da haben wir natürlich eine Ampel. Auch du kommst weg. Weg. Jetzt habe ich welche hingestellt. Das möchte ich nicht. Hier haben wir, glaube ich, schon mehr als einmal geguckt, ob wir Ampeln haben. Ja, aber man hat dann tatsächlich doch immer mal wieder welche. Zack, zack, weg mit den Dingern. So. Dann müsste nämlich der Verkehr tatsächlich auch schon wieder besser laufen. Jawohl, weg. Und dann sind wir wieder hier vorne. Okay, passt. Hier haben wir die Teile weg. So, sie fahren schon. Aber jetzt hier, Thema U-Bahn. Wo brennt's? Ach, da ist einfach wieder so eine Linie. Irgendwie, die nicht will. U-Bahn haben wir hier. Da haben wir die Linie. Kann ich dich wegnehmen? Jawohl. Okay, die Linie... steht aber noch, beziehungsweise fährt. Passt. Was haben wir hier? Da ist der Strommast. Wenn ich... Können wir dich kappen? Ja, ich denke mal, da brauchen wir kein Dingens mehr. Wie sieht's hier aus? Ah, das wird schwierig. Das können wir, glaube ich, tatsächlich noch nicht kappen, das Teil. Nee, da hängt im Prinzip das ganze Ding da dran. Wenn man so will. Aber das hier haben wir natürlich noch gekappt. Wir könnten uns hier eigentlich den Strom schon auch noch holen. Die Frage ist, ob das funktioniert. Ich nehme mal an, ja... Jawohl, so. Dann haben wir im Prinzip eine Sicherung. Nicht, dass wenn hier irgendwas kaputt geht, dass dann der Strom natürlich fehlt. Das wollen wir ja auch nicht wirklich. Und verteilt ihr euch schon ein bisschen besser? Naja, viel Verkehr. Aber eben, ich hoffe, dass das dann dafür sorgt, dass hier hinten dann mal Erze etc. ankommen. Ja, und klar. Oh, Metalle haben sie. Das hat geklappt. Da bin ich ja beruhigt. Aber jetzt fehlt Glas. Wo stellt man denn? Das kann ich ja hier gucken. Wo stellt man denn Glas her? Glas- oder Fiberglasfabrik. Haben wir mit Sicherheit irgendwo. Autofabrik, die haben alle nicht genügend. Rohstoff oder die meisten hier, auch die Autofabrik nicht. Denen fehlen wieder die Metalle. Da kommen wir doch zu den Erzen. Aber jetzt ist halt die Frage, wo haben wir denn Glas? Da, da ist eine Glasfabrik. Auch die hat nicht genügend. Oh, die brauchen auch Erz. Die brauchen alle Erze. Okay, aber die Produktion läuft doch eigentlich soweit auf Hochtouren. Jetzt haben wir nicht genügend Arbeiter. Echt jetzt? Das geht hier von einem ins andere. Wir werden mal kurz, auch wenn wir hier keine große Nachfrage haben, mal noch ein, zwei kleine Häuschen hinstellen. Ja, zum Beispiel hier unten. So, ist natürlich nicht unbedingt sehr schön, um hier zu wohnen. Aber wir brauchen Arbeiter und Arbeiter müssen irgendwo wohnen. So, Wasser in Ordnung. Ja, sie werden begeistert sein, hier zu bauen. Mit Sicherheit. Bei den Zügen hat sie auch nicht viel getan. Na doch, guck mal. Jetzt fährt immerhin mal einer. Das ist beruhigend. Beim Flughafen. Hier hinten. Hat sich's ein bisschen gelegt. Also da war schon mehr los. Wie sieht's beim anderen aus, den wir gebaut haben? Hier hinten. Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt die Hölle los. An, aus. Nein, nein, nein. Wo sehe ich denn hier, was hier abgeliefert wird? Sehe ich irgendwie gar nicht. Schade. Aber wir haben ja gesehen beim anderen, dass es eigentlich funktioniert. Das müsste nur funktionieren. So.
Uns fehlen immer noch 2500 Leute, bis wir zur nächsten Kachel kommen. Okay, das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Gut, ich bin gespannt, was ihr schreibt, von wegen hier zumachen oder offen lassen. Wir können natürlich nicht das Ganze zumachen. Wir müssen aufpassen, dass die Schiffe noch durchkommen. Aber so ein bisschen zumachen könnte man natürlich definitiv schon. Okay, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sagen mal Tschüss hier mit den vielen Schiffchen. Hier schön mit unserem, ja, Wasserschloss. Fahren wir nach hier vorne und sehen, da vorne ist was unter Wasser. Da muss ich jetzt doch noch kurz gucken. So viel zum Thema Tschüss. Moment. Ja, okay, das Wasser bewegt sich halt. Das ist natürlich, wenn diese schweren Schiffe hier drehen, die schaufeln natürlich das ganze Wasser nach da. Also ich glaube, damit muss man leben, dass man da unten dann vielleicht mal noch nasse Füße kriegt. Gut, sagen wir jetzt Tschüss mit den schönen Schiffchen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Tschüss.